Ja, so einen schönen guten Abend wünsche ich wieder zu unserer Bible-Study-Reihe. Und wir haben heute ein dickes Buch vor uns, das erste Buch Samuel. Und ich möchte das jetzt mal ein bisschen anders machen als sonst und jetzt einfach mal in die Rolle von Samuel schlüpfen und der uns da ein bisschen mit hineinnimmt in sein Buch und einfach mal ein bisschen erzählt. Also, ich möchte auch von meiner Seite willkommen heißen. Ich bin Samuel, ich bin der letzte Richter Israels, Prophet und auch Königsmacher. Es ist eine ganz spannende und turbulente Zeit des Übergangs, die ich da miterlebt habe, von der Richterzeit Israels hinein in die Monarchie. Und ich muss sagen, wenn ich da so an Saul und David denke, das sind die beiden Könige, die ich auch selber gesalbt habe im Auftrag Gottes, dann empfinde ich da heute noch so ein Achterbahn der Gefühle. Ja. Was ich euch heute zu berichten habe, kann man grob in vier Zeitabschnitte einteilen. Und man kann das alles auch nachlesen im ersten Buch, das ich mitgeschrieben habe, das erste Buch Samuel. Das erste ist die Endphase der Richterzeit. Haben wir so in den ersten 7 Kapiteln. Dann zeige ich in dem Buch den Beginn der Monarchie, Kapitel 8 bis 12. Dann Sauls Königsherrschaft und Verwerfung. Extrem tragische Sache. Kaum war er König, hat Gott ihn schon wieder verworfen. Das war also echt ein Flop irgendwo auch. Also Sauls Königsherrschaft und Verwerfung, Kapitel 13 bis 15. Und dann der größte Teil des Buches nimmt dann die vierte Phase ein. Das ist der Aufstieg Davids. Ein kometenhafter Aufstieg Davids und gleichzeitig der Abstieg und auch dann der Untergang Sauls. Ja, aber ich will es kurz der Reihe nach erzählen und beginne mal mit meiner Mutter und Gott, denn ihnen verdanke ich mein Leben. Das gilt ja eigentlich für alle Menschen, dass sie ihr Leben ihrer Mutter und Gott verdanken, aber mir war es ein bisschen besonders, denn meine Mutter konnte eigentlich keine Kinder kriegen. Ja, die war verheiratet mit Elkanah und da hatte dann auch noch eine Frau, die Penina. Und die hatten einen ganzen Sack voll Kinder und meine Mutter Hannah hatte eben keine Kinder. Und das war dann immer sehr tragisch, dann ist sie jährlich so nach Shiloh gepilgert sind, zur Stiftshütte, um dort Gott Opfer darzubringen. Und dann war mein Vater Elkanah immer ganz nett, besonders nett auch zu meiner Mutter. Er hat sie auch wirklich geliebt. Das war ja auch seine erste Frau. Aber die Nebenfrau, die Penina, die war so richtig eklig zu Hannah und hat die immer niedergemacht und hat sie so richtig spüren lassen, naja, du hast halt keine Kinder, ja, du bist nichts wert und so. Und auf jeden Fall war meine Mutter Hannah dann ganz traurig und gefrustet und ja und war so voller Kummer, weil sie immer so niedergemacht wird dann von ihrer Mitfrau, ja, von der zweiten Frau ihres Mannes, dass sie dann abgehauen ist von dem gemeinsamen Essen und ist selber dann an die Stiftshütte gegangen und hat dort gebetet und hat Gott ihr Herz ausgeschüttet und hat das ganz leise gemacht, im Stillen hat er die Lippen bewegt und der Priester Eli, der hat das so gesehen, hat gedacht, ach, was ist denn mit der los? Die bewegt den Mund und man hört gar nichts, was sie sagt, die ist bestimmt besoffen. Und ging dann auf sie zu und hat sie da zur Rede gestellt. Und dann hat Hannah aber gesagt, hoher Priester, ich bin nicht betrunken. Ich habe nur ein sehr bekümmertes Herz und ich flehe gerade zu Jahwe und meines Herzens Wunsch, dass er mir doch auch ein Kind schenken möge. Und dann sagt der Eli, auch einfach durch den Geist Gottes, sagte er, okay, sorry, das wusste ich nicht. Ne? Der Herr möge dir geben, was du dir da so von Herzen gewünscht hast. Und die Hannah hat im Gebet zu Gott auch gesagt, Herr, wenn du mir wirklich ein Kind schenkst, dann weihe ich es dir. Dann gebe ich das wieder her in deinen Dienst. Aber nimm diese Schmach der Kinderlosigkeit von mir. Ja, also so kam es, dass sie dann wieder zurückkam vom Fest. Dann ist Hannah tatsächlich schwanger geworden mit mir, ne? Und hat mich dann nach 9 Monaten geboren und blieb dann erst noch mal ein bisschen zu Hause und als ich dann abgestillt war, hat meine Mutter mich dann beim nächsten jährlichen Besuch in Shiloh dann dort abgegeben
und praktisch unter die Obhut von Eli gestellt, dass er da mich praktisch großzieht und ich praktisch von vornherein als Kleinkind schon praktisch jetzt in den Dienst des Herrn unterwiesen werde und mein ganzes Leben lang praktisch Gott geweiht sei und geweiht bin, um ihm zu dienen, dort im Heiligtum in Shiloh. Und dann hat meine Mutter ein ganz tolles Loblied gedichtet, da bin ich ganz stolz drauf. Ja, könnte auch in den Psalmen stehen, aber es steht nicht im Psalmen, sondern es ist auch im Samuelbuch, in Kapitel 2, kann man es nachlesen, Vers 1 bis 10. Also ein ganz toller Lobpreis, der einerseits sehr individuell ist, so persönlich von der Situation heraus, dass ihre Schmach von ihr genommen wurde und ihre Feindin jetzt eben den Mund gestopft wurde, weil sie eben schwanger geworden war. Und aber auch dann eine Weide hat und in dem Lobpreis kommt sogar prophetisch, wird vom Messias gesprochen. Könnt ihr mal nachlesen, Kapitel 2, Vers 1 bis 10, dieser Lobpreis meiner Mutter Hannah. Und ja, später hat Gott dann durch Eli, meine Mutter, dann noch weitere Kinder versprochen. Und so bekam ich tatsächlich noch 3 Brüder und 2 Schwestern. Die habe ich aber dann nur so einmal im Jahr gesehen, wenn die immer nach Shiloh gekommen sind, um da einen Opferdienst zu tun. Ja, da bin ich dann so aufgewachsen, dort am Heiligtum, und das war, da ging es alles andere als heilig zu, muss ich mal sagen. Da gab es große Missstände am Heiligtum, und die führten dann auch dazu, dass Gott wirklich ein massives Gericht angekündigt hat, angedroht und dann später auch ausgeführt. Und im Zusammenhang hat Gott mich dann auch zum Propheten für sich berufen. Aber alles der Reihe nach. Also Eli hatte 2 Söhne, den Hophni und den Pinhas, und das waren wirklich böse Menschen. Waren einfach völlig untauglich eigentlich zum Priesteramt, aber die waren trotzdem Priester und Eli hat sie da machen lassen. Und die haben dann ihre Diener angewiesen, dass sie, wenn dann Leute zum Opfern kamen, dass sie ihnen die besten Fleischstücke wegnahmen, noch während das alles kochte und bevor das Fett verbrannt wurde, haben die ganze Reihenfolge nicht eingehalten und auch die ganzen gesetzmäßigen Vorschriften, welche Stücke ihnen eigentlich überhaupt zustehen. Das haben die alles missachtet, haben sie einmal das Beste rausgeholt und so. Und später haben sie sogar von den Leuten das rohe Fleisch verlangt, ja, wo es noch gar nicht gekocht war. Und dann wollten sie die Leute nicht hergeben, weil es ja völlig gegen das Gesetz war, das rohe Fleisch zu geben. Und dann haben sie es mit Gewalt genommen, ja. Es war ein untragbarer Zustand, ein total gesetzloses Benehmen, eine Verachtung der Opfer Jahwes und das seitens der Priester und deren Diener. Ja, und je älter Eli wurde, desto schlimmer wurde es mit seinen Söhnen. Zuletzt schliefen sie sogar wahllos mit Frauen, die sich dort am Heiligtum herumtrieben. Und so wurde der Ort des Hauses Gottes echt unglaublich entweiht. Doch Gott ließ das nicht mit sich machen. Gott schaut da lange zu, aber irgendwann ist seine Geduld am Ende. Und dann sandte er einen Propheten zu Eli, der ihm eine schreckliche Gerichtsbotschaft zu übermitteln hatte. Und diese Gerichtsbotschaft ist sehr wichtig und ist später dann auch genauso eingetroffen. Deshalb möchte ich diese Gerichtsbotschaft mal wörtlich zitieren. Und die steht in 1. Samuel 3, Vers 27 bis 36. So spricht Jahwe: Habe ich mich deinen Vorfahren nicht deutlich offenbart, als sie nach Sklaven des Pharao in Ägypten waren? An dieser Offenbarung hat der Prophet dem Eli gegeben. Das war der Hohepriester und der auch gleichzeitig Richter war damals, Richter Israels. Ja. Habe ich mich deinen Vorfahren nicht deutlich offenbart, als sie noch Sklaven des Pharao in Ägypten waren? Sie habe ich mir aus allen Stämmen Israels zum Priesterdienst erwählt. Also aus dem Stamm Levi eben. Sie sollten auf meinem Altar Räucheropfer bringen und sie sollten das Ephod vor mir tragen, an dieses Gewand. Deine Sippe habe ich das Recht auf einen Anteil an allen Feuern, Opfern der Israeliten gegeben. Und jetzt kommt die Anklage. Warum verachtet ihr meine Schlacht- und Speisopfer so? Sie sollen doch nach meinem Befehl in meine Wohnung gebracht werden. Du ehrst deine Söhne mehr als mich, Eli, und lässt es geschehen, dass ihr euch von den Erstlingsgaben meines Volkes Israel mästet. Darum lautet der Spruch Jahwes folgendermaßen: Ich hatte zwar schon gesagt, dass deine Familie und die deiner Vorfahren immer vor mir sein dürfen, aber nun sage ich, Jahwe, das wird auf keinen Fall geschehen. Denn die mich ehren, ehre auch ich, und die mich verachten, gebe ich
der Verachtung preis. Pass auf, die Zeit wird kommen, da will ich deine Lebenskraft brechen und die deiner Nachkommen, so dass es in deiner Familie keinen alten Mann mehr geben wird. Du wirst den Feind in der Wohnung Gottes erblicken, obwohl Jahwe Israel Gutes tun wird. Aber in deiner Familie wird es niemand mehr zu Alter und Ansehen bringen. Ich werde zwar nicht jeden deiner Nachkommen, der am Altar stehen darf, beseitigen, denn sonst würdest du vor Kummer und Schmerz vergehen. Aber die große Mehrzahl deiner Familie soll im besten Mannesalter sterben. Zum Zeichen wird dir das sein, was über deine beiden Söhne Hophni und Phinehas kommt. Beide werden am selben Tag sterben. Dann werde ich einen Priester berufen, der mir treu bleibt, der mir dient und tut, was mir gefällt. Ihm werde ich eine beständige Nachkommenschaft schenken und er wird immer bei meinem Gesalbten sein. Jeder, der dann von deiner Familie noch lebt, wird zu diesem Priester kommen und auf den Knien um etwas Geld und Brot betteln. Bitte, lass mich doch beim Priesterdienst helfen, wird er sagen, damit ich wenigstens etwas zu essen habe. Also diese Gerichtsbotschaft war natürlich hammerhart für Eli und das hat ihn also ganz schön natürlich niedergedrückt. Aber er wusste natürlich auch, das war ja nicht ganz unberechtigt, dass Gott ihm hier so massiv in die Parade fährt und auch seine Familie so zurechtstutzt. Doch das Gericht kam noch nicht gleich. Das ließ noch ziemlich lange auf sich warten. Außerdem reagierte Gott mit Funkstille. Jahwes Worte und Visionen waren damals total selten. Also es war einfach ein Schweigen Gottes. Und dann, ja, dann hat Gott mich berufen. Und zwar war es so, ich war noch recht klein, ein Junge erst, und dreimal in der Nacht hat Gott meinen Namen gerufen. Samuel. Ja, ich wach auf, höre meinen Namen rufen, denke natürlich, der Eli ruft mich, renn hin zum Eli und sag, Eli, hier bin ich, du hast mich gerufen. Sagt Eli, ich hab dich nicht gerufen. Geh wieder hin, leg dich schlafen. Hab mich wieder schlafen gelegt und höre ich wieder Samuel. Stand ich auf, ging zu Eli. Eli, hier bin ich, du hast mich gerufen. Nein, ich hab dich nicht gerufen. Geh wieder hin, leg dich schlafen. Dann höre ich es drittes Mal. Samuel, ich stehe auf, jetzt hat er mich aber gerufen, was so deutlich gehört. Eli, hier bin ich, du hast mich gerufen. Sagt Eli, nein, ich habe dich nicht gerufen, aber ich weiß, wer dich da gerufen hat. Das war Gott. Und wenn er dich wieder ruft, dann sag zu ihm doch, hier bin ich, dein Diener hört. Ja, und so war es dann auch. Ich war wieder eingeschlafen und dann wache ich wieder auf, im vierten Mal, wo ich meinen Namen höre, Samuel! Und ich sag, hier bin ich, dein Knecht hört. Und dann hat Gott zu mir gesprochen und hat mir auch eine Gerichtsbotschaft zu Eli gegeben. Und da ist Gott jetzt noch konkreter geworden. Und ich zitiere mal die Worte, die er da mir gesagt hat. Pass auf, hat Gott zu mir gesagt, pass auf, ich werde in Israel etwas tun, dass es jeden, der davon hört, in den Ohren dröhnt. Ich werde alles eintreffen lassen, was ich Eli und seiner Familie angedroht habe. Ich habe ihm angekündigt, dass ich seine Familie immer bestrafen werde, denn er wusste, dass seine Söhne den Fluch über sich brachten, aber er hat sie nicht daran gehindert. Darum habe ich Elis Familie geschworen, kein Schlacht- und Speisopfer kann deine Schuld jemals sühnen. Uff, das sagt Gott jetzt mir. Und Eli will bestimmt wissen, was Gott zu mir gesagt hat. Naja, am nächsten Morgen habe ich einfach wie gewohnt meine Aufgaben erledigt, die Türen des Hauses Jahwes aufgemacht und ich hatte echt so Schiss, dass der Eli mich ruft und fragt, was Gott gesagt hat. Und dann rief er Samuel. Samuel, mein Sohn, und sagt, hier bin ich, ja. Und dann sagt er, was hat er dir gesagt? Verschweige mir ja nichts. Naja, und dann konnte ich nicht anders. Dann musste ich ihm das halt sagen, was Gott gesagt hat. Und da
habe ich ihm alles mitgeteilt. Und es war schon schwer für ihn. Und dann hat er reagiert, wie es eigentlich nicht gedacht hätte. Seine Reaktion war, dass er einfach gesagt hat, er ist Jahwe. Er soll tun, was er für richtig hält. Offenbar hat Eli es gewusst und auch akzeptiert, dass das Gericht Gottes wirklich verdient und auch unabwendbar war. Doch dann ist erst noch lange nichts passiert. Außer, dass ich halt älter geworden bin und Gott nun immer häufiger mit mir redete. Und das habe ich dann auch weitergegeben, was Gott mir sagte. Und so wurde es nach und nach in ganz Israel bekannt, dass Gott mich zu seinem Propheten bestimmt hat. Ja, und dann kam das, was da kommen musste, eine große Katastrophe für Israel. Es gab Krieg mit den Philistern und die haben uns dann eine Niederlage beigebracht und dann haben die Israeliten dann nach der Lade gerufen und gesagt, ja, wir müssen die Lade Gottes holen ins Heerlager, ins Kriegslager. Ja, dann ist Gott bei uns und dann werden wir gewinnen gegen die Philister. Und dann sind die Söhne von Eli, Hophni und Phinehas mit der Lade und anderen Priestern mit der Lade ins Heerlager gekommen. Und dann war Israel ganz begeistert und haben jetzt gedacht, ja, jetzt werden wir auf jeden Fall gewinnen, weil ja die Bundeslade jetzt in unserer Mitte ist. Und siehe da, es war das Gegenteil der Fall. Es war eine Riesenkatastrophe. Und wir haben den Krieg in einer katastrophalen Niederlage kassiert. Und die Bundeslade ist gestohlen worden. Und die Philister haben die Bundeslade mitgenommen in ihre Städte nach Gat und haben die dort dann in das Haus ihres Gottes platziert. Und Phinehas und Hophni sind tatsächlich an jenem Tag der Schlacht getötet worden. Und als die Botschaft zurückkam, dass Eli gesagt wurde, dass die Bundeslade gestohlen worden ist von den Philistern und dass seine Söhne tot sind, dann war er so geschockt, dass er praktisch er saß auf dem Stuhl, war schon alt und hat gar nicht mehr sehen können. Und dann ist er rückwärts mit dem Stuhl hingekippt und er war ein sehr schwerer Koloss, ein ziemlich schwerer Mensch und hat sich das Genick gebrochen mit 98 Jahren. Und seine Schwiegertochter, die war gerade hochschwanger von einem seiner Söhne und die hat, als sie das vom Tod ihres Mannes hörte und auch vom, dass die Bundeslade weg war, da hat die Wehen gekriegt und eine Sturzgeburt hingelegt und hat dann die Geburt nicht überlebt. Aber der Junge hat es überlebt und wurde dann Nichtherrlichkeit genannt, weil es einfach so ein Katastrophentag war für Israel. Ja, das war also sehr, sehr traurig, diese ganze Geschichte. Aber mit der Lade Gottes war dann interessant. Gott kann schon für sich selber sorgen. Und Gott hat dafür gesorgt, dass die Lade wieder zurückkam. Und zwar folgendermaßen. Die haben da die Lade in dem Haus ihres Gottes Dagon da platziert und am nächsten Morgen lag der Gott Dagon niedergestürzt und beschädigt darum, so als ob er sich praktisch hätte beugen müssen vor der Bundeslade. Und das war also den Philistern schon natürlich sehr arg. Und das ist dann sogar nochmal passiert. Und dann sind auch Plagen ausgebrochen unter den Philistern. Und dann haben sie es von einer Stadt in die andere Stadt geschoben. Da sind da auch Plagen ausgebrochen. Und die Leute haben so Pestbeulen gekriegt und so weiter. Also es war ganz schlimm, hat Jahwe gewütet praktisch in den Philisterstädten. Und die Hand Jahwes lag so schwer auf denen, dass sie einen Ratschlag gehalten haben und überlegt haben, was machen wir denn? So konnte es nicht bleiben. Und dann haben sie überlegt, ist es wirklich Zufall, was jetzt hier passiert mit den Krankheiten und dass der Götze da abgestürzt ist oder ist es wirklich von dem Gott Israels? Und dann haben sie so nach Zeichen gefordert und dann ist ihnen klar geworden, dass es doch vom Gott Israels ist. Und dann haben sie beratschlagt, die Bundeslade auf dem Wagen wieder zurückzuschicken, haben da Ochsen vorgespannt und haben gesagt, wenn die Ochsen, obwohl die Kälber im Stall waren, nicht Richtung Stall laufen, sondern Richtung Israel laufen, dann wissen wir, dass es wirklich von dem Gott Israels ist. Und dann soll die Lade auch wieder dahin, damit uns es nicht noch schlechter geht. Ja.
Und so auf diese Weise ist dann die Lade wieder zurückgekommen. Und dann in Kapitel 7 ist dann wieder noch berichtet, dass die Lade dann zunächst mal in Kirjat Jearim zwischengelagert wurde. Und da haben die Männer von Kirjat Jearim haben die Lade von der Grenze dann hergeholt und in das Haus Abinadabs gebracht. Das stand so auf dem Hügel. Und haben den Sohn von ihm, den Eleasa, geweiht zum Wächter über diese Bundeslade Jahwes. Und ja, dann wurde sie eben wieder vergessen. Dann stand die tatsächlich 20 Jahre lang dort in Kirjat Jearim und nichts anderes ist da passiert. Und dass das ganze Volk Israels, Jahwe seine Not klagte, habe ich dann zu ihnen gesagt damals, wenn ihr mit eurem ganzen Herzen zu Jahwe umkehren wollt, dann schafft die fremden Götter und Astarten, das sind so weibliche Götterfiguren, Fruchtbarkeitsgöttinnen und so, fort. Wendet euer Herz Jahwe zu und dient ihm allein. Das war immer das Problem der Richterzeit, dass die Israeliten abgefallen sind, den Götzen gedient haben und dann hat Gott Gericht geschickt und Fremdherrschaft geschickt. Diesmal war die Fremdherrschaft durch die Philister. Und deswegen habe ich ihm gesagt, ihr müsst die Götzen wegtun. Ihr müsst die Götzen wegtun und dadurch zeigt ihr, dass ihr euch wirklich Gott zuwenden wollt. Und tatsächlich auf diese Rede hin haben sie das dann gemacht. Sie schafften die, so haben die Israeliten die Baale und Astarten weggeschafft und haben wieder angefangen, nur Jahwe zu verehren. Und nachdem ich gesehen habe, dass da wirklich eine Umkehr geschehen ist und eine Hinwendung zu Gott, dann habe ich ihnen gesagt, hol alle Männer Israels nach Mizpah zusammen und dort will ich zu Jahwe beten für euch und mal sehen, was dann Gott antwortet. Und dann haben wir Wasser geschöpft und es vor Gott ausgegossen, haben gefastet, unsere Sünden bekannt und ich habe die Streitfälle gerichtet, habe einfach meinen Job gemacht als Richter. Und als die Philister erfuhren, dass wir da so eine riesen Volksversammlung hatten in Mizpah, hatten die gedacht, wir würden zum Krieg da ausziehen und haben da sie mit dem Heer angerückt und dann haben unsere Leute Angst gekriegt und haben gesagt, ich soll nicht aufhören für sie, um Jahwe um Hilfe zu schreien, dass er uns doch erlösen möge aus der Gewalt der Philister. Und das habe ich dann auch gemacht, die haben Opfer gebracht und zu Jahwe gefleht und dann ist was Sensationelles passiert. Gar nicht so durch kriegerische Handlungen, sondern während ich noch opferte, waren dann die Philister zum Kampf gegen uns herangerückt. Und dann hat Jahwe für uns gekämpft. Jahwe ließ über den Philistern so schrecklich donnern, da war so ein gewaltiges Gewitter, dass sie in Panik gerieten und dass sie die Flucht ergriffen. Und die Männer Israels haben sie dann verfolgt und haben sie wirklich geschlagen bis nach Bet-Kadar, bis Bet-Kar. Und das war dann schon eine ganze Ecke hin. Und dann haben wir einen Stein aufgestellt zu Mizpah. Bis hierher hat uns Jahwe geholfen. Den Stein haben wir dann eben Ezer genannt, Stein der Hilfe. Und seitdem war eigentlich mal ein bisschen Ruhe von den Philistern und sie haben sich da mal länger in ihrem Gebiet dann zurückgezogen und haben uns dann in Ruhe gelassen. Und solange ich lebte, hat Jahwe sich gegen die Philister gestellt. Und es gab, also mein ganzes Leben lang war immer der Konflikt mit den Philistern. Alle Städte zwischen Ekron und Gat, die Philister Israel abgenommen hatten, die kamen dann aber auch wieder nach Israel zurück. Also wir haben unser Gebiet wieder ausdehnen können. Auch dazu das ganze Gebiet, das zuvor das dazugehörte. Und auch mit den Amoritern haben wir in Frieden gelebt. Und ich war lebenslang Richter in Israel. Und einmal im Jahr bin ich dann in die Orte Bethel, Gilgal und Mizpah gegangen, um dort den Israeliten Recht zu sprechen. Und ansonsten war ich in meiner Heimatstadt in Rama, wo meine Eltern herkamen, und habe dann dort einen Altar für Jahwe gehabt und ihm da gedient. So, das war die Übergangszeit, die ersten 7 Kapitel. Wie es dann so an die Monarchie heranreicht. Und jetzt will ich kurz erzählen, wie es dann zur Monarchie kam. In Kapitel 8 bis 12 habe ich das dann niedergeschrieben im Samuelbuch, wie es zur Monarchie kam. Und ich war dann schon damals ziemlich alt und habe dann meine Söhne als Richter über Israel eingesetzt, aber die waren auch nicht so in Ordnung. Also die waren nicht so in meiner Spur, muss ich sagen, leider. Ja,
die haben so ihr eigenes Ding gemacht und haben nicht so in der Hingabe an Gott gelebt und waren auch in finanziellen Dingen nicht so korrekt. Und das hat mich auch viel Unmut verursacht, dass meine Söhne leider, muss ich sagen, meinem Vorbild nicht gefolgt sind. Ja. Und die waren eigentlich auch Gewinn aus und haben Bestechung angenommen, haben das Recht gebeugt. Also das ist auch sehr schade gewesen. Und dann kamen die Ältesten Israels dann zu mir nach Rama und haben gesagt, also so kann es nicht weitergehen. Wir wollen auch einen König haben, wie die anderen Völker. Und ich muss sagen, das hat mir überhaupt nicht gefallen, dass sie einen König haben wollten dass sie einen König forderten, weil doch Jahwe ihr König ist. Und jetzt wollten sie selber einen König haben, wie die anderen Völker eben auch. Das hat mir missfallen und ich habe zu Jahwe gefleht und gebetet, was ich ihnen denn als Antwort geben sollte. Und Gott hat gesagt, ja, gib ihnen ihren Willen. Die sollen ihren Willen haben, die sollen einen König haben. Ja, das ist ja nicht gegen dich, Samuel, das ist ja gegen mich. Sie wollen mich nicht mehr als König haben. Okay, sie wollen nicht mehr? Dann sollen sie einen eigenen König haben. Ja. Und so haben sie es ja immer wieder gemacht, seit ich sie aus Ägypten geführt habe. Sie sind immer untreu geworden, haben immer anderen Göttern gedient und bis heute ist es so geblieben. Und mit dir machen sie es jetzt genauso. Hör auf sie, aber warne sie mit aller Deutlichkeit, was das für sie in letzter Konsequenz bedeutet, wenn sie sich wirklich einen König dann auch holen. Und so gab ich dann dem Volk einen König, dem Volk, das einen König haben wollte, alles weiter, was Jahwe gesagt hat und habe ihnen dann so die Konsequenzen aufgezeigt, was es mit sich bringt, wenn sie einen König jetzt dann bekommen. Und ich erzähle euch das mal kurz, was ich denen da gesagt habe. Wenn ein König über euch herrscht, wird er folgende Rechte haben. Er wird eure Söhne in seinem Dienst holen, damit sie für seine Pferde und Wagen sorgen und vor ihm herlaufen, wenn er ausfährt. Also sie müssen da ganz schön investieren. Ja. Er wird sie zu Hauptleuten und Truppenführern machen, sie müssen seine Felder bestellen, seine Ernte einbringen, sie werden Waffen und Streitwagen herstellen, also militärische Produktion. Eure Töchter wird er holen, damit sie Salben für ihn mischen, für ihn backen und kochen. Eure besten Felder, Weinberge und Olivenhaine wird er seinen Beamten geben. Vom Ertrag eurer Kornfelder und Weinberge wird er den Zehnten fordern, also Steuern, und damit sein Hoflöhn seine ganzen Diener bezahlen. Auch eure Knechte und Mägde, eure besten jungen Männer und eure Esel wird er holen und für sich arbeiten lassen. Auch von euren Schafen wird er den Zehnten nehmen und ihr alle werdet seine Diener sein. Und wenn ihr dann wegen eines Königs um Hilfe schreit, den ihr jetzt unbedingt haben wollt, dann wird euch Jahwe nicht antworten. Das habe ich ihnen gesagt. Aber das Volk wollte nicht auf mich hören. Und sie sagten, nein, wir wollen einen König. Unsere Geduld ist am Ende. Wir wollen einen König. Und dann, wenn wir einen König haben, dann werden wir wie die anderen Völker sein. Unser König wird uns richten, er wird vor uns herziehen und vor allem, er wird uns im Krieg anführen. Und Samuel hört sich das alles an, was das Volk ihm sagte und hat es Jahwe wieder vorgetragen im Gebet. Und Jahwe blieb dabei und hat gesagt, hör auf sie, setz einen König über sie ein. Und dann schickte ich die Leute erstmal wieder nach Hause. Ja. Aber das war so der Wendepunkt, wo also ihre Bitte um einen König, trotz aller Konsequenzen, das dann mit sich hat, sie blieben dabei, sie wollten unbedingt einen König und Gott hat ihnen diese Bitte gewährt. Und aber das hat noch ein bisschen gedauert, bis es dann wirklich dann soweit dann war. Aber grundsätzlich war Gottes Ja zu dieser Geschichte, dass sie einen König haben sollten. Und ja, und dann kam es zur Salbung Sauls. Das war auch sehr interessant. Der Saul, der hat auch überhaupt nicht an sowas gedacht. Der war auch Stamm Benjamin, ein kleiner Stamm. Und der war auch noch jung, war mit einem Knecht gerade unterwegs, weil da die Esel sich verlaufen hatten. Und dann waren sie ein bisschen rumgeirrt. Und dann hat der Knecht den Vorschlag gehabt, sind in der Nähe von Rama, gehen wir doch mal zum Samuel. Der kann uns vielleicht sagen, wo die Esel sind. Ja, es war schon mal typisch für Saul, dass er nicht selber auf diese Idee gekommen ist. Also er kannte mich überhaupt nicht. Der Knecht wusste, dass ich als Prophet ein Rama bin, aber irgendwie Saul war da nicht auf die Idee gekommen. Auf jeden Fall kam sie dann und Gott hat mir vorher geoffenbart, wo die Esel sind. Ich konnte ihn dann beruhigen
Und ich habe ihn dann zum Festopfer geladen und habe ihn dann am nächsten Morgen dann zum König gesalbt im Auftrag Jahwes. Und dann hat er auch prophetisch reden können und habe einige sonderbare Erlebnisse mit Gott gehabt, im Nachgang zur Bestätigung. Aber es war eine klare Beauftragung, dass er der König werden sollte. Aber es war zunächst mal nur für ihn persönlich, dass er das selber so für sich dann wusste. Offiziell wurde es dann erst ein bisschen später, in Kapitel 10, Vers 17 folgende, wo dann öffentlich im Zusammenhang auch mit einem Kampf in Mizpa, das Volk Israel wieder zusammenkam, und so hat Gott dann gesagt, dass sie jetzt den König kriegen sollen, und das wurde dann so per Losentscheid gemacht, und dann kam das Los auf Saul, und dann, Saul hatte schon auch einen Vorzug, also war ein kräftiger, starker Mann, so ein richtiger Kämpfer. Und er war tatsächlich ein Kopf größer als alle anderen. Und es hat sich dann auch herausgestellt, als er dann zum König gewählt worden war, das Los, dass dann alle ihn bewundert haben, weil er einfach eine tolle Figur machte, also was darstellte, also gut ausgeschaut, ja, und war eben Kopf größer als alle anderen und kräftig. Gab nur ein paar, die ein bisschen verächtlich da waren, aber das hat Saul dann großzügig übersehen und überhört. Und Saul hat tatsächlich dann auch gleich ein großes Erfolgserlebnis und hat die Stadt Jabes in Gilead, die hat er gerettet, denn die waren von den Ammonitern angegriffen worden, und er hat dann Israels Leute mobilisiert und hat die Ammoniter geschlagen, und das war nicht ein super Einstand als König, gleich so bei der ersten Aktion quasi einen Sieg einzufahren gegen die Ammoniter und eine eigene Stadt zu befreien. Das war natürlich toll und hat natürlich sein Image gehoben. In Kapitel 12 habe ich dann meine Abschiedsrede gehalten an das Volk. Wie gesagt, ich war ja schon alt und habe gedacht, jetzt habe ich so ungefähr mein Job ja vollbracht. Jetzt haben sie ihren König, jetzt kann ich so langsam von der Bühne abtreten, und habe ihn nochmal so zum Abschied angesichts meines hohen Alters eine Rede gehalten. Die steht in Kapitel 12, und da habe ich zunächst mal einen Rückblick auf mein Leben gegeben, ganz kurz. Ich lese euch das mal vor, was ich denen gesagt habe. Seht her, alles, was ihr von mir wolltet, habe ich getan und euch einen König gegeben. Ja, das wird in die Annalen der Geschichte eingehen, dass ich derjenige war, der euch den König gegeben hat. Ja, durch Gott natürlich. Von jetzt an wird er euch vorangehen. Ich bin alt und grau geworden. Meine Söhne sind ja auch unter euch. Von meiner Jugend an habe ich euch geführt bis heute. Hier stehe ich vor euch, vor Jahwe und seinem gesalbten König. Sprecht es aus, wenn ihr etwas gegen mich habt. Jetzt wäre Gelegenheit. Wem ich je ein Rind weggenommen oder ein Esel habe ich weggenommen? Wen habe ich erpresst und wen unterdrückt? Von wem habe ich mich bestechen lassen und dann beide Augen zugedrückt? Ich bin bereit, alles zu erstatten. Und das Volk hat wahrheitsgemäß geantwortet: Du hast uns nicht erpresst, erwiderten sie. Du hast uns nicht misshandelt. Du hast von niemandem etwas angenommen. Und dann habe ich gesagt, Jahwe und sein Gesalbter, der König, sind heute Zeugen, dass ihr kein Unrecht an mir gefunden habt. Ja, so ist es, sagten sie. Aber das war einfach ein sauberer Abgang, denke ich, ja. Niemand konnte mir irgendwas vorwerfen, und das haben sie auch öffentlich bestätigt, dass niemand mir etwas vorwerfen konnte. Bei meinen Söhnen war es ja leider ein bisschen anders, aber mir konnte niemand was vorwerfen. Nach diesem kurzen Rückblick auf mein Leben habe ich dann einen Rückblick angehängt über die Geschichte Israels, Vers 6 bis 13. Und habe ihnen gesagt, es war Jahwe, der Mose und Aaron eingesetzt und eure Väter aus Ägypten geführt hat. Nun dreht her, dass ich vor Jahwe mit euch ins Gericht gehe. Diese Abschiedsworte sind nicht nur ein paar warme Liebeworte, sondern ich musste ihnen auch noch mal ein bisschen die Wahrheit ins Stammbuch schreiben. Und deswegen, ich muss mit euch vor Jahwe mit euch ins Gericht gehen, wegen allem, was Jahwe in seiner Treue für euch und eure Väter getan hat. Als Jakob nach Ägypten gekommen war, schrien eure Vorfahren um Hilfe zu Jahwe.
Da schickte ihnen Mose und Aaron, die eure Väter aus Ägypten führten, und sie in dieser Gegend hier wohnen ließen. Aber bald vergaßen sie Jahwe, ihren Gott. Da gab er sie ihren Feinden preis. Zum Beispiel Sisera, dem Heerführer von Hazor, den Philistern und dem König von Moab, die gegen sie kämpften. Da schrien sie zu Jahwe um Hilfe. Es war Unrecht, riefen sie dann, dass wir dich verlassen haben, Jahwe, und dass wir die Baalen Astarten verehrten. Befreie uns von unseren Feinden, dann wollen wir dir dienen. Und da schickte Jahwe Jerubbaal, das ist der Gideon, Bedan, Jiftach und schließlich auch mich, um euch von euren Feinden zu befreien und euch sicher im Land wohnen zu lassen. Als ihr dann aber gesehen habt, dass der Ammoniterkönig Nahasch mit seinem Heer gegen euch zog, sagt ihr zu mir, nein, ein König soll über uns regieren, obwohl doch Jahwe, euer Gott, euer König ist. Seht, da ist der König, den ihr haben wolltet. Seht, Jahwe hat einen König über euch bestellt. Und das war die Zeitenwende. Ich hab's ja nicht so gern gesehen, dass es so kam. Aber das war halt jetzt mal so geworden. Jetzt hatten sie ihren König. Und jetzt muss man das Beste draus machen. Und deswegen habe ich sie dann noch einfach zum Gehorsam ermahnt. In Vers 14 und 15 habe ich ihnen gesagt, wenn ihr nun Jahwe fürchtet und ihm dient, wenn ihr ihm gehorcht und euch nicht gegen seine Anordnung stellt, wenn ihr und der König, der euch über euch herrscht, Jahwe treu bleiben, dann ist es gut. Wenn ihr Jahwe aber nicht gehorcht und euch seinen Anordnungen widersetzt, wird er sich mit seiner Macht gegen euch stellen, wie damals auch gegen eure Väter. So tretet jetzt her und seht, welch großes Wunder Jahwe vor euren Augen tun wird. Gott hat dann wirklich einen Erweis seiner Macht gegeben, eine Machtdemonstration, um denen auch ein bisschen Angst einzujagen, dass sie sich wirklich vor Jahwe fürchten. Ja. Und so geht's weiter hier, diese Machtdemonstration. Dreht her, seht, welch großes Wunder Jahwe vor euren Augen tun wird. Es ist ja gerade Weizenernte. Und ich will Jahwe anrufen, dass er Donner und Regen schickt, was normalerweise in der Weizenernte ja nie ist. Ja, das ist nicht die Regenzeit. Aber jetzt ist was Besonderes, wenn Gott jetzt in der Zeit der Weizenernte Donner und Regen schickt. Und dann erkennt ihr, ja, dann werdet ihr sehen, wie groß eure Bosheit in Jahwes Augen war, einen König für euch zu verlangen. Also wenn praktisch jetzt Jahwe euch nochmal einen Donnerschall erklingen lässt, mitten in der Weizenernte, einfach so als Beweis, er war nicht so glücklich darüber, ja, dass ihr euch einen König habt, erwählt habt. Ja. Dann werden sie erschreckt. Und Samuel hat dann, ich habe dann zu Jahwe gebetet und ihn angerufen und dann hat Jahwe es an diesem Tag donnern und regnen lassen, so stark. Und da hat sich das ganze Volk sehr vor Jahwe gefürchtet, auch vor mir hatten sie plötzlich wieder ganz neuen Respekt und haben zu mir gesagt, bitte Jahwe, dein Gott, für deine Diener, dass wir nicht sterben müssen, denn zu all unseren Sünden haben wir noch die Bosheit hinzugetan, einen König zu verlangen. Na, immerhin haben sie es erkannt, ja, dass es nicht in Ordnung war, einen König zu verlangen, weil es eigentlich eine Absage an Jahwe, ihren König war. Sie hätten einfach warten sollen, bis Gott von sich aus sagt, jetzt ist die Zeit, dass ich euch einen König geben will. Aber das, sie wollten ja nicht warten. Aber dann, nach all diesem Schrecken, der jetzt in ihre Glieder gefahren ist, musste ich sie auch noch ein bisschen aufmuntern und habe ihnen dann noch gesagt, habt keine Angst, ihr habt zwar all das Böse getan, doch haltet in Zukunft nur treu zu Jahwe und dient ihm von ganzem Herzen. Weicht ja nicht ab und fangt nicht an, den Götzen nachzulaufen. Die nützen euch nichts und können euch auch nicht retten, eben weil sie nichts sind, nobodies. Und weil sein großer Name dafür steht, wird Jahwe sein Volk nicht verlassen, denn es hat ihm nun einmal gefallen, euch zu seinem Volk zu machen. Er hat sich einfach mal für euch entschieden und dabei bleibt es auch, weil Jahwe treu ist. Auch ich werde auf keinen Fall aufhören, für euch zu beten, denn dann würde ich mich an Jahwe versündigen. Ich werde weiter den guten und richtigen Weg euch zeigen. Ehrt nur Jahwe und dient ihm treu von ganzem Herzen. Seht doch, was für große Dinge er an euch getan hat. Wenn ihr aber trotzdem Böses tut, dann könnt ihr euch darauf verlassen, werdet ihr samt eurem König weggerafft. Also diese abschließende Warnung musste ich Ihnen schon doch nochmal ins Stammbuch schreiben. Ja,
Und dann sind wir in dem Abschnitt, Samuel Buch ist jetzt im dritten Abschnitt, Sauls Königsherrschaft und Verwerfung. Sauls Krieg gegen die Philister und Ungehorsam gegen Gott sehen wir in Kapitel 13. Da werden erst die Truppen Sauls beschrieben, ein paar tausend Leute, und dann die Truppen der Philister, viel, viel mehr Leute und Kampfwagen, also viel besser ausgerüstet. Also klar überlegenes Heer der Philister. Und es hat dazu geführt, dass die Israeliten alle Furcht, große Angst gekriegt haben, trotz ihrem König, einfach Riesenangst gekriegt haben vor den Philistern und sich versteckt haben in Höhlen und so weiter. Ich hatte dann den Saul gesagt, er soll schon mal nach Gilgal vorgehen, dort ist ganz Israel versammeln und dann warten, bis ich komme, und dann werden wir zu Jahwe beten und opfern, und werde ich zu Jahwe beten und opfern, und dann kann er in den Krieg ziehen. Das habe ich ihm so gesagt, und er ist dann schon mal vorgegangen und hätte einfach mal nur 7 Tage auf mich warten müssen. Und dann war er dort, und dann ist ihm die Zeit eben lang geworden, die Leute verloren die Geduld, die haben Angst gekriegt und haben nach und nach die Fliege gemacht, sodass immer weniger wurden und noch ein paar hundert Leute bei ihm waren. Und dann hat der Saul ein bisschen Panik gekriegt und hat, weil er gedacht hat, ich käme nimmer, obwohl ich ihm doch gesagt habe, ich komme, warte, bis ich komme. Ja. Aber dann hat er Panik gekriegt und hat dann selber das Opfer gebracht. Und in dem Moment, wo er dann das Opfer gebracht hat, gerade da bin ich dann da gekommen. Ja, und dann habe ich ihm gesagt, was hast du getan? Na, Saul zu mir gesagt, ich sah, dass das Volk mir davonlief. Und du kamst nicht zur vereinbarten Zeit. Und die Philister standen schon in Michmas, ganz in der Nähe. Da dachte ich, nun werden sie nach Gilgal herunterkommen, und ich habe Jahwe noch nicht gnädig gestimmt. Ich habe noch kein Opfer gebracht. Und da habe ich es dann gewagt und das Brandopfer selbst dargebracht. Ja, faule Ausrede, lieber Saul, kann ich nur sagen. Ja, alles irgendwie ein bisschen plausibel, aber du hast einfach nicht das gemacht, was ich dir gesagt habe, was Gott dir gesagt hat. Das war sehr dumm von dir, habe ich ihm gesagt. Du hast den Befehl von Jahwe, deinem Gott, nicht ausgeführt. Denn gerade jetzt hätte er dein Königtum über Israel für immer bestätigt. Also beim Saul, als der von Gott berufen wurde als König, da hat Gott nach dem Gehorsamsprinzip gehandelt. Und hat sich gedacht, okay, wenn der Saul mir gehorcht und das demonstriert, dass er mir wirklich gehorcht, dann will ich sein Königtum bestätigen. Und siehe da, die erste Probe, der erste Test, ob er gehorcht oder ob er nicht gehorcht, und Saul ist mit Pauken und Trompeten durchgefallen. Ja. Und dann war es vorbei. Er hat gesagt, okay, du gehorchst mir nicht, dann kriegst du auch kein beständiges Königtum. Dann wird deine Familie nicht auf Dauer eine Königsfamilie sein, eine Dynastie. Ja, äußerst tragisch. Ich habe das fast nicht fassen können, als Jahwe so rigoros hier da geurteilt hat. Ja, du hast den Befehl, Jahwe, deinem Gott, nicht ausgeführt, denn gerade jetzt hätte er dein Königtum über Israel für immer bestätigt, aber nun wird es keinen Bestand haben. Du liebe Zeit, welches Fiasko. Haben gerade eben zum König gesagt, und das ist schon beim ersten Testlauf, versagt der Saul, und Gott sagt, dein Königtum wird keinen Bestand haben. Aber das war jetzt echt ein Rückschlag. Jahwe hat sich einen Mann gesucht, der ihm gefällt und ihn zum Führer über sein Volk bestimmt. Denn du hast dich nicht an das Gebot Jahwes gehalten. Also Jahwe hat sich schon einen Ersatzmann überlegt. Ein Mann, der ihm gefällt. Und das ist nicht mehr Saul. Ja, das war die große Tragik hier bei dieser Sache. Und Saul ist eben dann verworfen worden wegen seines Ungehorsams. Wir lesen dann weiter, wie es ausging. Israel war völlig chancenlos im Krieg gegen die Philister. Sie waren durch Sanktionen der Philister, hatten sie keine Schwerter. Sie waren also, Eisen konnte nicht produziert werden in Israel zu der Zeit. Die hatten die Philister verboten. Sie mussten mit allen Eisensachen nach in philistische Städte gehen,
nur um sie mal eine Pflugschare schärfen zu lassen oder so. So waren sie da total angewiesen, abhängig. Fast niemand im Heer Israels hat überhaupt ein Schwert gehabt. Nur Saul und sein Sohn Jonathan, die haben ein Schwert gehabt. Also die waren völlig unterlegen und eigentlich chancenlos. Aber sie hatten Jonathan. Der Sohn von Saul, das war echt ein mutiger Mann. Und der war auch wirklich ein gläubiger Mann, der Gott vertraute und im Vertrauen auf Gott einfach mutig vorangegangen ist. Und der hat da so eine Wache der Philister gesehen hat seinen Schwertträger gehabt und hat gedacht, ach, vielleicht gibt Gott uns da heute mal so einen kleinen Sieg. Wollen wir mal schauen, was Gott da bereithält heute. Und wir werden uns dazu erkennen, werden in die Richtung von dieser Wache der Philister klettern und wenn die sagen, was wollt ihr, bleibt da, wir kommen zu euch, ja, dann bleiben wir stehen. Aber wenn sie sagen, kommt herauf, ja, kämpft mit uns, ja, dann werden wir kämpfen, werden wir gehen und werden wissen, dass Gott sie in unsere Hand gegeben hat. Und so kam es dann auch, also wurden dann gesichtet von den Philister, die haben gesagt, wagt euch aus euren Löchern, ihr Feiglinge und Angsthasen, kommt doch rauf, dann werden wir euch schon zeigen, wie der Schwertkampf geht und so, haben sie ein bisschen verspottet und haben gesagt, kommt rauf. Und dann hat Jonathan gesagt, Gott hat uns die jetzt in die Hand gegeben, wir gehen da jetzt rauf und Gott wird uns jetzt helfen gegen diese Philister. Und so kam es dann auch und sie gingen dann hoch und haben insgesamt dann auf so einem Feld, was so groß war, vielleicht so ein halbes Fußballfeld, da haben sie dann auf diesem kurzen kleinen Areal insgesamt 20 Philister erschlagen, diese zwei. Und das war ein Schock für die Philister, dass da so ein kleines Gemetzel da angerichtet wurde von zwei Israeliten und haben da 20 Philister niedergemacht. Und dann war da eine gewisse Panik und Schrecken auf sie gefallen. Und das war so das Signal für den Aufbruch. Und da hat dann Saul im Nachgang dann, wo die Philister dann praktisch ein bisschen panisch wurden und plötzlich irritiert waren, sind die Israeliten ihnen nachgejagt und haben die Philister eine ziemlich heftige Niederlage beigebracht. In diesem Übereifer, wo Saul dann den Erfolg hatte und in diesem Flow war, wo sie dann praktisch auf der Siegestraße waren, gegen die Philister hinterjagten mit Erfolg, hat dann gesagt, das müssen wir jetzt durchziehen und wer irgendwas isst bis zum Abend, bevor ich das sage, der soll des Todes sein. Wir müssen jetzt, wollte eigentlich sagen, seine Soldaten jetzt keinen Stopp, keine Rast, keine Pause, einfach nur noch nachjagen, dass wir jetzt vernichten, die Gunst der Stunde nutzen und so weiter. Sein Sohn Jonathan, durch den das Ganze eigentlich ursprünglich veranlasst worden war, der es eigentlich ausgelöst hat, diese Furcht der Philister durch seine mutige Tat, der wusste nichts von dem Schwur und hat unterwegs einfach so mit der Speerspitze ein bisschen Honig genossen und und das kam dann am Schluss raus und dann wollte der Saul doch tatsächlich seinen Sohn töten, weil er gegen diesen Schwur, den er da völlig leichtfertig in unsinnigerweise gemacht hat, verstoßen hat, aber der wusste es doch gar nicht. Aber er hätte ihn jetzt getötet, um einfach gut dazustehen, ich bin ein Mann, was ich sage, das gilt und wenn es das Leben meines Sohnes kostet, also schon auch ein bisschen extrem, ja. Und da hat das Volk aber dann eingeschritten und hat einfach ist eingetreten, hat es nicht zugelassen, dass der Saul seinen Sohn Jonathan jetzt tötet, denn Jonathan war schließlich letztlich der, durch den Gott an diesem Tag den Sieg geschenkt hatte. Aber das zeigt auch ein bisschen eine Seite von Saul, dass er ein bisschen so impulsiv, ein bisschen unüberlegt handelt und dann schnell mal eine Sache raushaut, die er dann eigentlich bereut oder eigentlich unsinnig ist, dann durchzuziehen. Trotzdem war Saul ja auch ein König Israels, der auch gute Seiten hatte und den Gott auch gebraucht hat, trotz allem. Also der Saul ist so ein bisschen eine Figur mit Licht und Schatten. Ja, gab schon auch viel Schatten, aber es gab auch Licht. Und dieses Licht ist zusammengefasst in den Kriegen Sauls in Kapitel 14, wo es heißt, nachdem Saul die Königsherrschaft über Israel bekommen hatte, kämpfte er gegen alle seine Feinde ringsum. Das war eine der wesentlichen zentralen Aufgaben des Königs, die Kriege des Volkes zu führen.
Und das hat er gemacht gegen die Moabiter, gegen die Ammoniter, gegen die Edomiter, gegen die Könige von Zoba und gegen die Philister. Und alle bestrafte er. Also er hat so dem Volk Israel wieder militärische Geltung verschafft, indem er diese Feinde, die vorher da sehr frech gegen Israel waren und auch Israel unterdrückt haben, dass er die wirklich bekämpft hat, auch mit Erfolg bekämpft hat, auch wenn es mit den Philistern bis zu seinem Lebensende immer weiter noch Streit und Konflikte gab. Das war nicht erledigt mit den Philistern. Aber die anderen hat er wirklich besiegt gehabt. Er war ein tapferer Mann, heißt es hier, und besiegte auch die Amalekiter. Er befreite Israel von allen, die es ausplünderten. Also das ist so in der Lebensbilanz von Saul dann die guten Sachen, dass er wirklich als Kriegsherr über Israel schon auch recht erfolgreich war. Auch wenn es Blick auf die Philister dann schließlich auch zu seinem Tod führte. Dann wird von Sauls Familie berichtet, wie viele Söhne er hatte und Töchter er hatte und so eine ziemlich große Familie, wer sein Heerführer war. Und der harte Krieg mit den Philistern hörte nicht auf, solange Saul lebte. Das war die einzige Ausnahme. Mit den anderen Königen ist er wirklich fertig geworden, die hat er besiegt. Aber der harte Kampf mit den Philistern, das wog hin und her, rauf und runter, ja, und das hörte nicht auf, solange er lebte. Und das hatte zur Folge, dass Saul jeden tapferen und kriegstüchtigen Mann, den er finden konnte, in seinen Dienst nahm. Also er war praktisch immer auf der Suche nach Rekruten, nach Soldaten, nach tüchtigen Leuten, die er irgendwie anstellen konnte. In Kapitel 15 bekommt Saul dann von Gott den Auftrag, gegen die Amalekiter zu kämpfen. Das sind die, die damals Israel beim Auszug aus Ägypten dann irgendwie überfallen haben und die Nachhut geschlagen haben. Da hat Gott eine ewige Feindschaft gegen die Amalekiter geschworen. Und er sollte Gottes Rache an den Amalekitern ausführen und die komplett niedermachen. Wird hier wirklich gesagt, es soll da niemand am Leben lassen. Und es hat Gott so begründet, so spricht Jahwe, der Allmächtige, ich habe bedacht, was die Amalekiter Israel angetan haben, wie sie sich dem Volk in den Weg stellten, als es aus Ägypten heraufzog. Nun zieh gegen sie in den Kampf, schlage sie und vollstrecke den Bann an ihnen. Schone keinen, sondern töte Mann und Frau, Kind und Säugling, Rind und Schaf, Kamel und Esel. Gott, der Schöpfer aller Menschen, ist auch der Richter aller Menschen. Und dieser Gott hat hier beschlossen, dieses Volk der Amalekiter auszumerzen. Einen Völkermord hier anzuordnen. Das ist natürlich in unserer Gesetzgebung völlig unzulässig, einen Völkermord zu begehen. Aber muss natürlich sagen, dass Gott der Schöpfer natürlich nicht an unsere Rechtsvorstellung gebunden ist. So, wenn Gott der Schöpfer hier eine Anordnung trifft, dann ist es sein Recht und er kann das, weil er auch alle Menschen geschaffen hat und er ist der Richter aller Menschen. Und wenn er zu dem Entschluss kommt, dieses Volk soll jetzt vertilgt werden, soll bestraft werden, da soll niemand überleben, dann ist das seine hoheitsmäßige Entscheidung, die wir nur respektieren können. Ja, und Saul hat das dann umsetzen sollen, hat dazu 200.000 Mann Fußvolk und 10.000 Männer noch aus Juda aufgeboten und ging zur Stadt der Amalekiter, um die zu bekämpfen, hat die Keniter, die da auch bei den Amalekitern lebten, noch praktisch gewarnt und sagt, zieht weg, dass sie verschont werden, weil ihr habt ja damals Israel auch Gutes getan. Keniter waren ja auch mit Mose verwandt und die waren damals Israel freundlich begegnet, als er aus Ägypten kam. Und die Keniter haben dann die Fliege gemacht, damit die da nicht reingezogen werden in den Krieg und dadurch auch verschont werden. Und dann hat Saul die Amalekiter geschlagen, eine vernichtende Niederlage bis an die Grenze Ägyptens und auch den König der Amalekiter, Agag, gefangen genommen. Das war schon mal ein erster Fehler, weil Gott hat gesagt, soll keine Gefangene machen, soll alle niedermachen, auch den König. Aber den König gefangen genommen. Das war das eine. Und das andere war, dass das Volk, und auch Saul hat es gesehen und auch nichts dagegen unternommen, das Volk hatte dann auch nicht alle Tiere gebannt und getötet, wie Gott es angeordnet hat, sondern hat es die besten Tiere für sich behalten und am Leben gelassen. Also der Bann wurde nicht komplett vollstreckt, so wie Gott es geboten hatte. Und das war ein zweites, was hier nicht in Ordnung war.
Und dann kam das Wort Jahwes zu Samuel, also zu mir. Und Gott hat dir was Erschütterndes gesagt. Das hat mir echt da einen Stecker gezogen. Es ist mir leid, Saul zum König gemacht zu haben. Gott sagt, ich bereue es. Es tut mir leid. Ich hab genug davon, den Saul zum König gemacht zu haben. Es reicht mir mit dem. Denn er hat sich von mir abgewandt und meine Befehle nicht befolgt. Also der König in Israel muss einfach die Befehle Gottes befolgen. Sonst kann er nicht König sein in Israel. Der hat sich von mir abgewandt und meine Befehle nicht befolgt. Samuel war tief betroffen und schrie die ganze Nacht zu Jahwe. Die ganze Nacht habe ich gebetet und gefleht, dass Gott sich das nochmal anders überlegt, aber er ließ sie dann nicht abbringen. Und so bin ich dann am nächsten Morgen losgezogen und habe mit Saul begegnet und habe ihm das dann ganz klar gesagt, dass es nicht in Ordnung war. Er kam mir da freudestrahlend entgegen, ne, und sagte, ja, alles erledigt, ne, ich habe die Amalekiter niedergemacht, war ganz freudestrahlend. Ich habe gesagt, mitnichten hast du alles gemacht, was du machen solltest. Was blökt hier? Wo kommt das Blöken hier? Das sind die Schafe, die du aus deinem Leben gelassen. Sie hätten alle getötet werden sollen. Aber dann ist der Agag noch da, der König der Amalekiter. Hast du auch nicht umgebracht. Aber du hast einfach das nicht gemacht, was Gott dir gesagt hat. Und der Saul hat sich also nur rausgeredet und hat gesagt, aber ich habe doch auf Jahwe gehört. Ich bin den Weg gegangen, auf den du mich geschickt hast. Ich habe Agag, den König von Amalek, hergebracht und an allen Amalekitern den Bann vollstreckt. Aber das Volk, das hat die besten von den erbeuteten Schafwurinnen am Leben gelassen, um sie Jahwe, deinem Gott, in Gilgal zu opfern. Aber wo das noch so hindrehen, ach so, die haben es nur am Leben gelassen, um es zu opfern. Nicht für sich einzusagen, sondern um zu opfern. Naja, ob das mal so gestimmt hat, ist die andere Frage. Aber da habe ich ihm einfach klipp und klar gesagt, freut Jahwe sich mehr über Opfer, die man schlachtet und verbrennt, als daran, dass man ihm gehorcht? Gott ist nicht so an Opfern interessiert, Gott ist an Gehorsam interessiert. Merkt ihr, Gehorsam ist ihm wichtiger als Opfer. Auf ihn zu hören ist ihm mehr wert als das Fett vieler Schafböcke. Ungehorsam ist für Gott eine Sünde wie die Zauberei und Auflehnung gegen ihn so schlimm wie Götzendienst. Und weil du das Wort Jahwes verworfen hast, verwirft er auch dich als König. All das war jetzt die endgültige Bestätigung, dass der Saul sein Königtum im Grunde genommen schon los ist. Er ist verworfen von Gott. Sein Königtum hat keine Zukunft. Und das ist die zweite Verwerfung Sauls. Das eine, weil er bei Gilgal nicht gewartet hat und selber geopfert hat, obwohl Gott gesagt hat, er soll warten, bis Samuel kommt. Und jetzt, weil er den Befehl des Herrn missachtet hat, zweimal ungehorsam. Und jetzt ist wirklich finito. Und Samuel erschlägt dann den Agag, den König der Amalekiter, den Saul da verschont hatte noch bisher, und hat dann Saul verlassen. Und es heißt dann, Samuel sah Saul bis zu seinem Tod nicht mehr. Die zwei hatten sich nichts mehr zu sagen. Der Saul ist mir nicht mehr unter die Augen gekommen. So, jetzt kommt noch die Hälfte des Buches, aber kann man etwas abkürzen. Davids Aufstieg und Sauls Untergang, Kapitel 16 bis 31. Und das will ich euch einfach noch so kurz einen Abriss geben über diese Sache, die sich auch über Jahre hingezogen hat, natürlich. Davids kometenhafter Aufstieg, lesen wir in Kapitel 16 bis 18. David wurde zum König gesalbt, habe ich gemacht. Gott hat mich da beordert in die Familie von Isai gesagt, einer von seinen Söhnen sollst du zum König sammeln. Ich wusste nicht welchen. Und dann hat er seine Söhne antanzen lassen, angefangen vom Ältesten und so. Und die sahen toll aus. Dachte ich, Mensch, oh Gott, das könnte der König sein, das könnte der König sein und so. Aber keiner war's. Bei keinem hat Gott gesagt, das ist er jetzt. Und dann waren alle durch. Und bei keinem hat Gott gesagt, das ist er jetzt. Aber Gott hat gesagt, ich soll einen Sohn von Isai zum König salben. Und dann habe ich dem Isai gefragt, du, hast du nicht noch einen Sohn? Ja, ich habe da noch einen, den Jüngsten da, der sah gerade bei den Schafen.
Ich sage, okay, also hol den her, so schnell es geht. Bevor der nicht da ist, werden wir uns hier nicht zum Opferessen treffen. Ja, werden wir nicht anfangen. Der Jüngste muss jetzt hergeholt werden. Dann hat er den Jüngsten gebracht, den David. Ein bisschen so rote Haare und so. Und da hat Gott mir gesagt, das ist er, salb dem zum König. Und dann habe ich den inmitten seiner Brüder zum König gesalbt. Und die Leute haben alle nur gestaunt, ja. Könnt ihr sich vorstellen, ja, es war sehr ungewöhnlich, dass ausgerechnet der Jüngste ist, der da zum König gesalbt wurde. Und abgesehen davon ist das Haus von Isai ja jetzt auch nicht so eine berühmte Familie gewesen, bis zu dem Zeitpunkt. Ja, so ist auf jeden Fall David zum König gesalbt worden durch mich. Und er kam dann kurz darauf an den Königshof auf ganz kuriose Weise. Denn der Saul, der hat... Gott hatte dem Saul einen bösen Geist geschickt, wahrscheinlich so ein bisschen Geist der Depression, manchmal auch der Aggression, aber mehr so hat er Trübsal geblasen. Und um ihn etwas aufzumuntern, haben die Leute damals schon gewusst, dass Musik eigentlich so therapeutische Wirkung hat. Dann haben gesagt, der König soll doch sich einen Mann holen lassen, der irgendwie auf der Zither spielt und der ihm da Lieder singt, wenn er so diese Depressionsphasen hat, dass er einfach ein bisschen aufgemuntert wird. Fand der König eine ganz gute Idee. Und haben die auch gleich einen Vorschlag gehabt, wen sie hatten. Und zwar da gibt es so einen Hirtenjungen da von Isai, da, der spielt ganz gut da auf der Flöte und auf der Laute und Zither und so. Der kann gut Musik machen, gute Stimme, kann Lieder dichten. Den soll er doch kommen lassen, dass er eben da ein bisschen Musik macht, ein bisschen Live-Musik, das wird ein bisschen aufmuntern. Ja. Und so ist auf diese Weise der David dann an den Königshof beordert worden. Und aber dann gab es Krieg wieder gegen die Philister und dann ist David auch wieder nach Hause geschickt worden, weil so ein Jüngelchen kann man jetzt auch nicht im Krieg gebrauchen. Als Soldat war er noch nicht geeignet. Ja, und dann kommt das berühmte Kapitel 17, der Sieg Davids gegen Goliath. Eine unglaubliche Geschichte. Die Pointe, die jedermann kennt, ja, dass dann der kleine David den großen Goliath da mit der Steinschleuder da erschlagen hat und besiegt hat. Das ist so die Pointe der Geschichte, das kennt ja jeder. Aber da gibt es ein paar interessante Feinheiten davor, die es wert sind, mal ein bisschen drüber nachzudenken, was da doch war. Also ich gehe mal kurz dieses Kapitelchen durch, 1. Samuel 17. Die Philister haben eine ganze Riesentruppe nach Socho zusammengeführt, das an Juda, zum Gebiet von Juda schon gehört, haben ihr Lager da aufgeschlagen bei Ephes Damim. Zwischen Socho und Aseka war das, ja, muss man auf der Landkarte nachschauen. Saul hatte die wehrfähigen Männer Israels um sich versammelt und das Lager im Terebintental aufgeschlagen. Und so ein bisschen gegenüber. Und als sie zum Kampf antraten, stellen sie sich den Philistern gegenüber am Abhang auf. Und am gegenüberliegenden Hang standen die Philister und dazwischen halt das Tal. So war das Tal da. Das war die Ausgangslage. Und dann ist dieser Vorkämpfer, dieser Goliath, dieser Vorkämpfer aus den Reihen der Philister herausgetreten. Goliath, der stammte aus der Stadt Gath, einer Philisterstadt. Und er war rund 3 Meter groß. Ein unglaublicher Riese. Der heute größte lebende Mensch ist, glaube ich, 2,62 Meter, ist ein Türke. Der hat so einen Wachstumshormonfehler. Der ist also in die Höhe geschossen und auch sehr ungesund, so lang zu sein, so groß zu sein. Aber der Goliath war noch ein Tick größer. Und der stand da, ein Helm wie ein Schuppenpanzer, wie aus Bronze. 58 Kilo hat allein der Panzer gewogen. Und bronzene Beinschienen, ein Langschwert, das er über die Schulter gehängt hat, hat einen Spieß gehabt, dessen Schaft wie ein Weberbaum war, also ganz dick. Und die Spitze von dem Spieß hat allein schon 7 Kilogramm gewogen aus Eisen. Und da hat er noch einen Schildträger gehabt. Und so stand er da, diese riesige Hühne da, bis an die Zähne bewaffnet, mit Bogen und mit Speer und Schwert und Panzer. Und hat dann die Israeliten herausgefordert. Und hat die da herausgefordert, gelästert, hat gesagt, schickt doch einen, wenn er euch traut, der soll gegen mich kämpfen. Und wer dann siegt in diesem Kampf, der soll den Gesamtsieg haben. Und hat dann nur gelacht, ja, weil er nicht klar war, wer will da gegen ihn antreten. Und wer imstande ist, mit mir zu kämpfen, mich zu töten, dann werden wir eure Sklaven. Wenn
Wenn ich ihn aber besiege und ihn töte, müsst ihr unsere Sklaven werden. Also eine ganz interessante Idee. Lasst uns das auskämpfen. Jeder ein Repräsentant, einer von euch, einer von uns, nämlich Goliath. Und wer gewinnt, dessen ist der Sieg. Ja, so, ja, ein bisschen der Theorie. Okay, aber entscheidend war, dass Saul und die Männer Israels, als sie den Philister so reden hörten, das hat ihnen sämtlichen Mut genommen, in so totalen Stecker gezogen sozusagen. Und sie haben einfach nur noch Angst gehabt, Riesenangst. Und auch der Saul, der noch einen Kopf größer war als alle anderen Israeliten, hat einfach nur Angst gehabt vor diesem Philister und hat sich überhaupt nicht getraut, da gegen den anzutreten. Und sie wussten auch niemanden, der dagegen den antreten konnte. Ja, und so kam dann David. Isais Familie war insofern betroffen, dass drei der Brüder von David als Kämpfer, als Krieger bei Saul waren. Und sein Vater hat dann den David als Jüngsten geschickt ins Lager, um nach den Brüdern zu sehen, wie es ihnen so geht und ihm ein bisschen Essen mitzubringen, Proviant und auch für seinen Vorgesetzten irgendwas mitzugeben. Und so kam der David dann so ganz unvoreingenommen in das Lager und hat es dann so mitgekriegt, wie der Philister da so ablästert gegen Israel, lässt sich Gott verlästert, ist total erschüttert, bis ins Mark, dass der hier solche Reden schwingt gegen das Heerlager Gottes. Und dann hat er auch gehört, als er im Lager war, von einem Gerücht, nicht Gerücht, das hat der König tatsächlich gesagt, dass wer den Philister schlägt, der bekommt seine Tochter zur Frau. Also man könnte praktisch Schwiegersohn des Königs werden, wenn man diesen Philister schlägt. Und David hat sich gewundert, dass da dann niemand bereit war, da in den Kampf zu ziehen, niemand da den Mut hatte, im Namen Gottes sich dagegen zu stellen. Die anderen haben nur all den Philister gesehen in seiner Kraft und Stärke und wie unbezwingbar der war. Und der hat die Herrscher Israels verspottet. Aber David hat gesehen, nicht nur, dass die Herrscher Israels verspottet werden, sondern dass der Philister Gott, Jahwe selbst verspottet. Das war der Punkt. Deswegen ist er in einer ganz anderen Ausgangsposition. Es geht um Gott. Es geht nicht nur um die Menschen, die verspottet werden. Es geht um Gott, der hier verspottet wird. Und deshalb ist Gott auf dem Plan und Gott mit im Boot und Gott auch daran interessiert, dass dieser Philister zum Schweigen gebracht wird. Und David erkundigt sich noch mehrmals, ob das wirklich stimmt, dass die Belohnung, die da ausgelobt worden ist, dann da gegeben wird und für den Bestech von verschiedenen Seiten. Seine Brüder fahren ihn immer an, was willst du hier, bist neugierig, ja, und hau doch ab, dich brauchen wir hier nicht, bist noch viel zu jung und alles. Aber die waren da gar nicht so gut auf ihn zu sprechen, waren da gar nicht erfreut, dass er da so Reden führte. Kann man doch nicht zulassen, dass er da so, der Goliath hier so redet, da muss man doch was machen und so. Also hau du doch ab, du kleiner Wicht. Auf jeden Fall hat sich dann rumgesprochen, dass der David da nicht mit einverstanden war mit dem Goliath und dass da er da was machen wollte. Und dann ist David vor den König gebracht worden und dann hat David dem König erklärt, also ich bin bereit, gegen den Goliath zu kämpfen. Und dann sagt der König, das kannst du nicht. Das ist ein total erfahrener Kriegsmann, ein Profi, ja. Und du hast keine Ahnung vom Kampf, du hast überhaupt keine Chance gegen den, das können wir nicht machen. Ja, kann ich nicht verantworten, dass du da kämpfst gegen den. Und jetzt kommt eine Feinheit, die hochinteressant ist, und die leicht überlesen wird. Aber letztlich ist das, diese Feinheit jetzt der Grund, weshalb der David überhaupt zugelassen wird, gegen Goliath zu kämpfen. Denn David gibt jetzt dem König eine Antwort, warum er doch kämpfen kann, obwohl er nicht ein Soldat ist und keine soldatische Erfahrung hat. Trotzdem kann er kämpfen, und zwar aus folgendem Grund, aufgrund seiner eigenen Biografie. Als Hirte hat er nämlich schon zweimal einen schweren Kampf ausgeführt. Er hat einmal gegen einen Löwen gekämpft, der sich da Schafe raubte und hat ihn besiegt. Und einmal gegen einen Bären, der Schafe raubte. Und hat er auch getötet. Also dieser David hätte mir ihn nicht so angemerkt, ja, so wie der aussah, von der Statur und so. Aber der hat tatsächlich in seinem Leben schon einen Löwen und einen Bären erlegt. Und das wirft diese Erfahrung, die er da gemacht hat, wirft er jetzt in die Waagschale.
Und das ist sehr interessant, als es nicht damals in der Geschichte, in der Kindheit oder in der Jugendzeit, weiß nicht, wie lange es zurückliegt, wird auch nicht berichtet vorher, aber als David als Hirte das erlebt hat, dass da ein Löwe kommt und die Herde anfällt, hat er bestimmt gedacht, oh, das ist schlecht, ja. Ja, hat er seinen Mut zusammengenommen und hat da gekämpft und hat den Löwen tatsächlich besiegt und dann war er nicht ganz froh. Aber er fand das nicht so toll, dass der Löwe da war. Und mit den Bären später ganz genauso. Das war eine wahnsinnige Herausforderung und es war für ihn bestimmt zunächst mal auch ein schlechter Tag, wenn da der Bär kam. Aber im Nachhinein sind es diese beiden Schlüsselerlebnisse, dass er den Löwen besiegt hat und dass er den Bären besiegt hat. Das ist das, was ihm dann die Tür öffnet, dass der Saul sagt, okay, dann kämpfe du gegen den Goliath. Und der Saul wollte natürlich, dass er das halt wie ein Soldat macht, gibt ihm seine Rüstung und so weiter, aber das war natürlich völlig überdimensioniert für den David, hat er überhaupt nicht reingepasst, konnte er nicht mal richtig laufen. Also hat er die Rüstung wieder ausgezogen und ist einfach bei seinen Leisten geblieben, das, was er kann. Und das, was er kann, war Steinschleuder werfen. Und dann hat er sich seine Steinschleuder genommen und 5 Steine und ist dann so im Namen Gottes, das ist auch das Entscheidende, nicht auf eigene Faust, sondern im Namen Gottes, ist in den Krieg gezogen gegen den Philister, der den Namen Gottes gehöhnt und gelästert hat. Ja. Und Gott hat ihm dann den Sieg geschenkt und dann hat er den Goliath den Kopf abgehauen. Und das war so schockierend für die Philister, dass ihr Vorkämpfer Goliath, der Riese, plötzlich da besiegt war und tot war, dass die praktisch die Flucht ergriffen haben und Israel denen nachgejagt sind und sie dann ein fliehendes Heer kam immer relativ gut schlagen und haben sie das fliehende Philisterheer dann ziemlich aufgerieben und war ein großer Sieg für Israel damals. Und ja, das war eine entscheidende Wende im Leben von David, dass er plötzlich ganz oben auf dem Podest stand als der Bezwinger Goliaths, hat er praktisch von heute auf morgen den Respekt von allen Israeliten gehabt und auch den Respekt von Saul. Saul hat sich dann auch nach dem Vater von David erkundigt, wer ist es der Vater, den kennt man gar nicht, die Familie, der so einen Sohn hat, der so mutig ist und so weiter, war ja vorher nur als Musiker zu ihm angeheuert, hat sich ja nicht so groß interessiert für die Familie, ja. Hat er mal gehört, dass das Mann Isai ist, aber wer dieser Isai wirklich ist und was das für eine Familie ist, wo der Sohn Spross daraus hervorkommt, ja, das wollte er dann mal wissen und hat er erfahren, also Isai, und hat er dann da veranlasst, dass der David jetzt dauerhaft an den Königshof kommt. Kapitel 18 haben wir dann, sehen wir, wie dann David Wurzeln schlägt am Königshof, also regelrecht wirklich verwurzelt wird jetzt am Königshof. Ich nenne da einfach ein paar Stichworte. Er beginnt eine tiefe Freundschaft mit Jonathan. Er wird dann eingesetzt von Saul als ein erfolgreicher Heerführer von Saul und der auch einen tollen Job macht und überall auch Gelingen und Erfolg hat, wo er dann loszieht mit seinen Heerscharen. Und das führte auch zur Eifersucht Sauls auf David. Schon in Kapitel 18, Vers 8 und 9 lesen wir die schrecklichen Verse. Da wurde Saul ganz heiß vor Zorn, denn diese Worte missfielen ihn sehr. Welche Worte haben ihm da missfallen? Das Volk hat nämlich gerufen, Saul hat 1000 Mann erschlagen, David aber 10.000. Und es hat ihm nicht gepasst, ja, dass sie dem David mehr zugestanden haben als ihm. Also Neid. Diese Worte haben ihm missfallen. David habe die 10.000 gegeben, mir nur 1000, sagt er. Jetzt fehlt ihm nur noch das Königtum. Hat er damals schon so geahnt. Seit diesem Tag blickte Saul mit Argwohn auf David. Ja, also das hat sich praktisch das Verhältnis zwischen Saul und David dann recht schnell abgekühlt, weil nachdem König David so Erfolg hatte in seiner Tätigkeit als Heerführer Sauls und dass er da so an Gunst im Volk zugenommen hat, das hat ihm da Saul gar nicht gefallen. Und dann hat Saul im Anfall, wo so ein Geist der Aggression auf ihn gekommen ist, hat er plötzlich den Speer nach dem David geworfen, wollte ihn an die Wand spießen. David ist dann nur mit knapper Not entkommen. Aber es war ein erster Mordversuch an David. Und es wird auch gesagt mehrfach in den Kapitel 18, dass Saul Angst vor David hatte. Irgendwie wusste oder ahnte er, dass da die Hand Gottes auf diesem David ist. Und der Samuel hat ja schon mal angekündigt, dass Gott sich einen ausgesucht hat, der König werden wird, der besser ist als er. Und das fängt er vielleicht langsam an zu ahnen, dass das dieser David sein könnte. Auf jeden Fall
versucht Saul, er sagt, ich will nicht selber mich an ihm vergreifen, das wäre so nicht so öffentlichkeitswirksam, wenn ich jetzt den David, den Goliath-Bezwinger da umbringen würde. Das müssen wir ein bisschen geschickter machen. Das sollen am besten meine Feinde machen. Und deswegen macht er ihn zum Obersten über 1000. Aber auch da war der Herr mit David und hat seinen Ruhm nur gefördert. Und auch das Volk war mit David, heißt es. Also alles war mit David. Und dann hat Saul, wie auch ausgelobt, dem David seine älteste Tochter Merab zur Frau versprochen und wollte ihn aber so insgeheim loswerden, indem er da einen Brautpreis forderte, wo er dann einen Konflikt mit den Philistern hätte, dass er vielleicht dann durch die Hand der Philister umkäme. Ja. Aber es kam dann nicht dazu, denn dann hat Saul sich das anders überlegt und hat den David völlig brüskiert und die Merab, die dem David versprochen war als Frau, waren praktisch schon verlobt, hat einfach einem anderen gegeben. Das ist also richtig demütigend gewesen für den David, dass ihm da die Verlobte weggeschnappt wird von seinem Schwiegervater in Spee und einem anderen gegeben wird. Und dann wird dem Saul zugetragen, dass seine andere Tochter Michal sich in David verliebt hat. Und er hat gedacht, okay, das können wir nutzen. Ne? Und dann hat er dem David seine jüngere Tochter Michal zur Frau versprochen. Aber er hat immer noch den Plan, ihn eigentlich loszuwerden. Er hat gesagt, okay, als Brautpreis, ich will gar keine große Geldsumme von dir. Bist ja jetzt nicht so aus wohlhabendem Hause, das wissen wir ja. Bist ja eher so ein armer Schlucker. Und von daher reicht es mir, wenn du mir 100 Vorhäute der Philister anbringst als Brautpreis. Du musst praktisch 100 Philister erschlagen. Ja, und dann kannst du die Vorhäute abschneiden und mir so bringen, praktisch als symbolische Gabe. Und dann gebe ich dir meine Tochter Michal zur Frau. Ja. Und da hat er gehofft, so insgeheim, dass wenn sich dann der David da in Gefahr begibt, jetzt da Philister zu erschlagen, dass er vielleicht nicht lebend von dieser Aktion zurückkommt. Das wäre ihm ganz recht gewesen. Aber der kam lebend zurück, hat gleich 200 Philister erschlagen, bringt seine Vorhäute hier an. Und die Michal wird dann zur Frau Saul Davids, Davids Frau, die Tochter Sauls wird zur Frau Davids. Und David wird dadurch zum Schwiegersohn von Saul. Aber das Ganze führt eigentlich dazu, dass es zu einer Todfeindschaft kam. Nicht von David gegen Saul, aber von Saul gegen David. Und die Geschichte geht dann weiter, dass der Saul dem David nach dem Leben trachtet. Aber die Mordpläne werden vereitelt, weil er dann plötzlich die Philister wieder Schwierigkeiten machen und mit den Philistern sich auseinandersetzen muss und hat er keine Zeit, sich um David zu kümmern. Außerdem hilft der Jonathan, der hilft dem David, der älteste Sohn des Sauls, der ist voll auf der Seite von David, mit ihm verbunden, auch ein Bund haben die geschlossen, die mögen sich unheimlich gerne und sind total dicke Freunde und der hilft dem David, das passt dem Saul natürlich überhaupt nicht. Und der David flieht und täuscht dann den Priester Abimelech und in Nob, der da ist, und sagt, er wäre im Spezialauftrag unterwegs und er braucht ein bisschen Proviant und da kriegt er dann die Schaubrote mit für seine Leute, mit denen er auf der Flucht ist. Und er flieht dann weiter nach Gat, ins Land der Philister, wo der Saul ihn sicher nicht suchen würde. Und als es Saul dann berichtet wird, dass der David da beim Priester vorbeikam, Ahimelech, dann geht der Saul dahin und bricht den Blutbad unter den Priestern an, aus Rache, weil er ihm David entwischt ist. Und er hat gedacht, der Priester hätte mit denen da zusammengearbeitet, was aber gar nicht der Fall war. Der Priester hatte nichts ahnend denen die Brote gegeben und die wussten von gar nichts, was da passiert war, dass der auf der Flucht war. Also die waren nicht illoyal gewesen, aber der Saul ließ nicht mit sich reden und hat dann durch Gök, ein Edomiter, dann über 80 Priester ermorden lassen. Also ein unglaubliches Massaker hat er da angerichtet. Also auch eine ziemlich katastrophale Leistung von Saul. Saul hat dann David weiterverfolgt, doch dann kommen eben wieder die Philister dazwischen und so wird es nichts draus. Im späteren Verlauf ist immer wieder so, dass der Saul den David doch nachstellt und nach dem Leben trachtet. Und der Saul muss sich verbergen. Hat er seine ein paar hundert Leute um sich geschart, die so ein bisschen Outlaws sozusagen. Und war dann versteckt in so Höhlen und so weiter. Und eines Tages waren die in der Höhle, in der dann Saul vorbeikam und da kurz sich hinlegte.
Und da hätte er die Chance gehabt, Saul zu töten. Und seine Männer, die ermutigen auch David dazu, genau das zu tun, die Chance jetzt zu nutzen und sagen, ja, wer hat dir den Saul, deinen Feind, in die Hände gegeben, jetzt kannst du ihn umbringen, dann kannst du König werden. Aber David widersteht dieser Versuchung. Und das zeigt, dass er einfach wirklich ein guter Mann war. Er widersteht dieser Versuchung und bringt den Saul nicht um. Er klaut ihm dann nur ein paar Utensilien, die er da liegen hat, um ihm dann hinterher nachzurufen, schau, ich hätte die Gelegenheit gehabt, dich umzubringen. Hier ist das von dir, das ist das von dir. Ja, aber ich habe es nicht getan, weil du der Gesalbte des Herrn bist. Ich werde nie meine Hand an dich legen. Aber ich bin dir auch nicht böse gesonnen. Versteh doch, ich bin doch gar nicht gegen dich. Lass mich doch in Ruhe. Das verspricht der Saul dann auch, dass er ihn in Ruhe lässt, aber er tut es nicht wirklich. Er vergisst dann auch schnell wieder und jagt wiederum Saul nach und trachtet ihm trotzdem weiterhin nach dem Leben. In Kapitel 25 haben wir dann eine Geschichte, wo David auch bewahrt wird vor einer Blutschuld. Und zwar war es so, er war viel Zeit im Negev da unterwegs und hat sich mit seinen Leuten aufgehalten und da war auch der Nabal und er hat dafür gesorgt, dass hat er nie irgendwelche Sachen geklaut von Nabal oder ihn belästigt. Im Gegenteil, die Anwesenheit von David und seinen Leuten war sogar positiv für Nabal und seine Knechte, weil niemand anders dann die bestohlen hat und so. Und auf jeden Fall der Nabal, da war gerade Schafschuhe, also Freudenfest, Erntefest sozusagen. Und in dem Zusammenhang hat David damals ein bisschen Not gehabt, er hat Essen gebraucht und hat Gesandtschaft hingeschickt, er möge ihm doch einfach ein bisschen jetzt abgeben. Ja, er hat ihm doch auch früher in der Vergangenheit immer Gutes getan und beschützt und er hat noch auch profitiert von ihm. Und jetzt könnte er einfach doch ein paar Lebensmittel und ein paar Schafe abgeben, wo es ihm doch so gut geht. Aber der Nabal war nicht nur ein Dummkopf, sondern auch ein Geizhals und er wollte nichts rausrücken. Und hat die ganz schroff behandelt und weggeschickt. Aber wenn da jeder Wegelagerer kommt, da von mir was will, irgendwie schert euch zum Teufel, so ungefähr. Und die Frau, die war aber ziemlich clever von Nabal, die Abigail. Und die hat das gecheckt, dass der Nabal da einen großen Torheit begangen hat. Und wirklich die Männer von David sehr brüskiert und beleidigt hatten. Und dass es nur ein schlimmes Ende nehmen kann. Und dann hat sie sich eigenmächtig aufgemacht und hat Brote zusammengepackt und Obst und Sachen und ein paar Esel gesattelt und Wasser und Wein und ihm den David für seine Leute entgegengebracht. Und auf diese Weise wurde gerade verhindert, dass der David praktisch eigenmächtig jetzt Rache übt, weil David war so wütend über die Behandlung seiner Leute, dass diese mit leeren Händen zurückgeschickt wurden von Nabal, dass er wirklich entschlossen war, den Nabal wirklich zu töten. Und seine ganzen Knechte niederzumachen. Also die waren schon ein bisschen raue Gesellen. Und aber dadurch, dass Abigail da so dazwischen fuhr und sagt, mein Herr ist ein bisschen, naja, wie er halt ist, aber schau, ich gebe dir was und lass doch mal den Nabal in Ruhe. Ja, der ist halt so. Und da hat David erkannt, dass Gott ihn auf diese Weise abgehalten hat, hier sich zu versündigen und einfach die Leute umzubringen. Er war drauf und dran gewesen. Als die Abigail das ihr Mann dann einen Tag später erzählt, nachdem er wieder nüchtern war, von dem Fest, von dem er kam, von dem Schafschuhefest, hat sie ihm das erzählt, was da sich hinter seinem Rücken praktisch abgespielt hat und wie sie da den Zorn Davids besänftigt hat durch ihre Gabe. Und da war der so schockiert, dass er praktisch einen Schlaganfall gekriegt hat. Und ein paar Wochen später ist er gestorben. Und als dann David hörte, dass Nabal, das heißt eigentlich Dummkopf, als dann Nabal gestorben war, dann hat er gleich mal die Witwe geheiratet noch. Hat als Zweitfrau die Witwe noch genommen, die Abigail. Weil eine kluge Frau ist sehr anziehend für den David gewesen. Noch einmal kommt dann eine Geschichte in Kapitel 26, wo David die Chance gehabt hätte, Saul zu töten. Jetzt nicht in der Höhle, sondern im Heerlager, wo er sich nachts mit zwei Mann ins Lager von Saul schleicht, ins Innerste des Lagers und die alle, auch die Wachen, alle pennen. Und er hätte wirklich den Saul jetzt erschlagen können. Macht es aber natürlich nicht, sondern nimmt nur Gegenstände von Saul mit und ruft ihn dann später von einer gesicherten Entfernung zu. Saul, wieso verfolgst du mich eigentlich? Ich bin doch gar nicht dein Feind. Schau, heute Nacht hätte ich dir
wieder Böses tun können, hab's nicht getan. Was ist denn das eigentlich für eine Wache, die du hast? Was sind denn das für Leute? Die sollten dich doch beschützen und die haben alle gepennt, als ich kam und so. Sehr peinlich die Situation für Saul und seine Männer. Und dann verschwört Saul auch hoch und heilig, dass er wirklich gesündigt hat und dass es falsch von ihm war und dass es doch, dass er im Recht ist und dass er selber im Unrecht ist und dass er auf jeden Fall dem David nichts mehr antun möchte und so. Aber der David traut dem Frieden nicht. Das hat er schon mal versprochen und auch nicht gehalten. Und wer einmal lügt, den glaubt man dann nicht mehr so gerne. Ja, der Abschluss des Buches ist, dass David dann, weil er dem Saul nicht wirklich mehr traut und sein Wort Glauben schenken kann, flieht er doch vor ihm und sagt, ich muss mich irgendwo wirklich in Sicherheit bringen. Und in Israel ist er nirgends wirklich sicher. Da wird er immer irgendwo verpetzt und verraten. Und deswegen hat er gesagt, ich muss wieder zu den Philistern. Ja, das sind eigentlich unsere Feinde. Aber da ich ja mit dem König praktisch quer bin, nehmen die mich vielleicht auf. Und so kam es auch, kam zu den Philistern und die haben ihn da auch akzeptiert, weil der Feind meines Feindes ist ja mein Freund, so diese Taktik. Und so konnte er bei den Philistern unterkommen und hat sich dann ein bisschen südlich von den Philistern angesiedelt und da mit seinen Männern Raubzüge gemacht im Feindesland. Saul war in der Zwischenzeit, kommt es dann zum Kampf zwischen den Philistern und Israel. Und Saul ist in großer Bedrängnis und in seiner riesigen Bedrängnis macht er einen dritten schweren Fehler seines Lebens. Fragt eine Todbeschwörerin in Endor. Vorher hat er zwar alle so Wahrsager, so Totenbeschwörer ausrotten lassen aus dem Land, aber die hat er überlebt und hat sich sagen lassen, aha, da ist noch eine, die überlebt hat, diese Säuberung. Und da geht er zu dieser Totenbeschwörerin und lässt sich den Samuel hochholen aus dem Totenreich, denn der war inzwischen verstorben und will dadurch Weisung, wie der Kriegsverlauf jetzt sein wird mit Philistern. Das war also eine ganz, ganz schwere Sünde. Und als dann die Totenbeschwörerin da anfängt und tatsächlich Samuel erscheint und der Saul den Samuel sieht, hat Gott auf den Lippen Samuels ein Gerichtswort an Saul. Und so ist die endgültige dritte Verwerfung Sauls im Zusammenhang mit dieser Maßnahme, die Totenbeschwörerin zu befragen, eine ganz schwere okkulte Sünde. David wollte dann eigentlich an der Seite der Philister gegen Israel kämpfen, weil er schließlich als ihr Verbündeter aufgetreten ist. Aber die Philister lassen das nicht zu, was total, denke ich, eine Führung Gottes ist, dass er nicht in die Notlage kam, gegen das eigene Volk irgendwie kämpfen zu müssen. Die Philister hatten, manche Philisterkönige hatten die Befürchtung, dass der David sich dann vielleicht profiliert, indem er im Kampf die Seiten wechselt und dann gegen die Philister ist. Schließlich hat er mal den Goliath erschlagen und war Heerführer Sauls gewesen. Von daher haben die dem David nicht wirklich getraut und haben ihm nicht erlaubt, teilzunehmen an diesem Krieg gegen Israel. In der Zwischenzeit haben die Amalekiter die Orte geplündert, in denen David mit seinen Leuten gewohnt hat und auch die Familien da waren und haben die in die Gefangenschaft geführt. Und als dann David zurückgehen wollte zu seiner Familie, war die praktisch weggeführt und alles war zerstört und auch manche waren tot. Und dann ist er denen nachgejagt, hat die Leute aber zurückerobern können und befreien können. Der Krieg dann mit den Philistern endete für Saul und auch Jonathan, seinen Sohn, tragisch. Zum einen gibt es eine riesige Niederlage für Israel und Saul selbst wird verwundet und er will dann nicht durch einen Ungläubigen sterben und er gibt sich dann selbst den Todesstoß und stürzt sich in sein Schwert. Sein Schwertträger begeht dann auch gleich auch noch mit Selbstmord und auch sein Sohn Jonathan kommt in dieser Schlacht zu Tode. Und das war dann das Ende, das doch etwas sehr traurige Ende des Königtums von Saul. Ja, das ist noch nicht das Ende der Monarchie, sondern dann geht es ja erst noch weiter, dann im zweiten Samuel-Buch, was dann das nächste Mal drankommt, wo es dann über das Königtum Davids geht, wo dann David wirklich König wird und dann auch wie seine Regierung ausschaut, im Gegensatz zur Regierung von Saul. Das werden wir dann das nächste Mal
hören.